Und zwar stelle ich euch heute diesen Make-up-Look vor. Zu dem Anlass, weil ich diese Woche auf ein Abiball gehe und es vielleicht eine Inspiration ist, wenn ihr diese Woche oder in diesem Monat noch einen Abiball habt und ja, oder auch auf ein Abiball geht, wie ich. Ja, und jetzt geht's gleich los und ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, nachdem ich jetzt meine Tagespflege aufgetragen habe, beginne ich mit einer Base und dazu nehme ich den NYX Born to Glow. Das ist ein Highlighter und den mache ich mir als Base sozusagen jetzt unter die Foundation. So. Ich verteile das jetzt. Schön überall. Und es ist echt eine super Base, weil die so eine Frische ins Gesicht zaubert, finde ich. Und es sieht einfach schön aus. So, wo ich das jetzt alles super verteilt habe, nehme ich meine Foundation, dann nehme ich meine L'Oréal Paris Perfect Match Foundation in der Farbe Beige. So. Die verteile ich mir jetzt mit meinem angefeuchteten Beauty Blender auf mein Gesicht. Besser gesagt, ich tupfe es in mein Gesicht ein, weil ich ja sozusagen nicht reibe mit dem Beauty Blender, sondern ich tupfe die Foundation in meine Haut ein. Es macht einfach ein viel schönere, also ein viel schöneres Ergebnis. Es ist ebener und es ist nicht so, ja, als wenn man es reibt, dann sieht es einfach nicht schön aus. So. Schön überall verteilen. Can't go home tonight till I work it out with you. So, dann geht's weiter mit meinem Concealer. Da benutze ich den Maybelline New York Dream Lumi Touch Highlighting Concealer in der Farbe Buff Chamois. So, jetzt arbeite ich da wieder mit meinem Beauty Blender mein Concealer ein, klopfe ihn sozusagen ein. Jetzt werde ich mein Concealer setten mit meinem losen Puder. Da benutze ich das lose Puder von Manhattan in der Farbe 2 Beige. So. Und sette das einfach mit so einem Setting Brush von Real Techniques. So. Und da was sehr bröselt, halte ich immer meine Hand unter, damit das nicht alles hier verteilt ist auf meinem ganzen Tisch. So. Und man lässt es ja auch ein bisschen einwirken. So, ich klopfe den ein bisschen ab. Und dann setze ich auch meinen Concealer. So. Meine Kontur mache ich mit meinem Contour-Brush von Sueva. Das ist die 109. Und zum Konturieren benutze ich die NYX Contour-Palette. Und dazu nehme ich die beiden unteren Töne hier und mische die. Can't go home tonight till I work it out. So. Jetzt konturiere ich noch etwas meine Stirn. Unterm Kinn hier ein bisschen. Gerne verblende ich das auch immer noch ein bisschen mit einfach so einem Puderbrush, so dass ich einfach dann nochmal, wo gar keine Farbe dran ist, einfach nochmal rübergehe.
So sieht er aus. Er ist etwas angeschrägt. Ja, und damit trage ich jetzt einfach mein Augenbrauengel auf. Und vorne nehme ich jetzt einfach die Reste. Da gehe ich gar nicht extra nochmal in die Farbe rein. Da nehme ich einfach meine Reste, die ich hier am Pinsel dran habe. Dann sitte ich die mit meinem Augenbrauengel von Essence. Das ist das hier. Das ist einfach transparent Gel-Mascara. So. Damit sette ich jetzt die Augenbrauen. Und die Augenbrauen bleiben dann auch wirklich den ganzen Tag. So, jetzt mache ich meine Augen. Dazu nehme ich die Absolute Rose Eyeshadow Palette von Catrice. So. Und dazu nehme ich meinen Blenderpinsel. Der ist von DM. Und damit gehe ich jetzt in die erste Farbe und gebe diese Farbe in meine Lidfalte. Dieser Pinsel. Meiner ist jetzt von BH Cosmetics. Und gehe dazu in die ganz vorletzte Farbe. So, hier. Gehe damit rein und gehe auch in die Lidfalte, aber nur bis zur Mitte. Jetzt verblende ich alles mit meinem Blenderpinsel, auch von BH Cosmetics. Und jetzt feuchte ich einen ganz normalen Lidschattenpinsel an. Meiner ist von DM auch. Nehme ich mein Fix Plus und feuchte damit meinen Pinsel an. Und gehe damit in die mittlere Farbe. So. Gehe damit rein. Und jetzt mache ich mir ein Eyeliner. So wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt meinen Eyeliner schon gezogen. Und jetzt werde ich meine Wimpern mit der Mascara einmal tuschen. So, dazu nehme ich die Lash Stiletto von Maybelline New York. Standing on the edge of something we can't afford to lose. Und jetzt werde ich mir nochmal hier vorne mit meinem Lidschatten aus der Catrice Palette. Dann nehme ich einfach diesen Pinsel, der hier drin ist. Dann nehme ich die zweite Farbe und gebe mir die hier vorne in meinen Augen in Winkel. Dann werde ich jetzt meine Wimpern unten tuschen. Dann nehme ich wieder die gleiche Mascara für. Damit gleich der Lippenstift schön aussieht. Und gehe jetzt mit meiner Lippenpflege einmal auf meine Lippen. So, jetzt habe ich meine Wimpern aufgeklebt. Und ja, die Wimpern trocknen jetzt noch einen Moment. Solange mache ich mir nochmal mein Give Me Sun von MAC auf meine Wangen. Das verleiht einfach nochmal Frische und sieht einfach super aus. Jetzt mache ich noch etwas Rouge auf meine Wangen und dazu nehme ich den Chic Flush von Maybelline New York. Das ist so ein cremiges Rouge in der Nummer 20. Und das gebe ich mir jetzt einfach hier rauf. So.
teile das etwas. Das verleiht einfach eine Frische und ja. Sieht einfach super aus. Can't go home tonight till I work it out. Jetzt, nachdem ich halt meinen Rouge aufgetragen habe, werde ich mein Gesicht highlighten. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Und zwar nehme ich dazu meine Sleek Make-up Highlighting Palette. Und also, ich liebe diese Palette. Echt, ich muss euch sagen, die Highlighter da drin sind so gut pigmentiert. Also ich kann sie nur weiterempfehlen und sie ist echt auch nicht teuer. Ich glaube, die kostet so um die 13 oder 14 Euro. Und ja, also ich kann nur empfehlen, die euch zu holen. Da drin ist, glaube ich, ein cremiger Highlighter und drei puderige. Und ich benutze jetzt diesen braunen hier unten. Da, den benutze ich jetzt. Und dazu benutze ich meinen Fächerpinsel von BH Cosmetics. So, man braucht auch echt nicht so viel, sonst sieht das schon zu doll aus. So, damit highlighte ich auf meinen Wangen. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, man sieht sehr doll, dass es pigmentiert ist. So, gehe ich etwas hier oben hin. So, wo ihr halt überall euer Gesicht highlighten wollt. So. So. Jetzt habe ich meine Wangen gehighlightet und werde jetzt meine Nase highlighten. Und dazu nehme ich einfach so einen präzisen Pinsel. Dazu gehe ich in den Highlighter rein. Und mache mir Highlighter auf die Nase und gehe dann einfach mit dem Finger dann nochmal rüber. Und jetzt werde ich einmal meine Lippen, also mein hier oben, highlighten. So. Und jetzt noch meine Augenbrauen. Und dazu nehme ich einfach so einen kleinen Pinsel. Das ist so ein Lidschattenpinsel. Und dazu gehe ich einfach ein bisschen in die Farbe rein und gehe einfach unter meine Augenbraue. Ein bisschen Highlighter mache ich auch noch hier rein. Der ist von Manhattan in der Farbe 59G. Und der passt auch natürlich perfekt dazu, weil meine Augen ja auch schon rosé sind. So. Jetzt umrande ich meine Lippen. Nachdem ich dann mit dem Lip Liner fertig bin, male ich meine Lippen natürlich voll aus mit dem Vivid Matte Liquid Lipstick. Und die kann man euch nur empfehlen. Die sind echt super pigmentiert und halten auch wirklich lange und sind wunderschön. So, das ist die Farbe Nude Flash und den trage ich mir jetzt auf. When the beds have made and the lights blown out, we can build our fate over hollow ground. Open up the cage. Ja, so jetzt fixiere ich nochmal mein Make-up mit Fix Plus. Ups. Oh, das riecht so gut, ne? Unfassbar. Okay, und ja, das ist der fertige Look. Ich hoffe, der Look gefällt euch. Und ich würde mich selber einen Daumen hoch freuen. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes machen soll und was euch aufgefallen ist, was ich vielleicht noch verbessern kann in diesem Video. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!